Es ist ein fast flächendeckendes Problem in Deutschland, die Mundpflege in Pflegeeinrichtungen. Alte Menschen, die ihren Zahnarzt nicht mehr in der Praxis aufsuchen können, sind auf den Besuch des Zahnarztes im Pflegeheim angewiesen. In Mayen macht das Thomas Rott. Er fühlt sich seinen Patienten auch im Alter verpflichtet. Wenn die nicht mehr in die Praxis kommen können, kommt er zu ihnen. Hallo. Guten Tag, Herr Doktor. Geht's? Oh, es geht ist wieder. Alles ich hoffe prima? Besser. Ne? Ja, dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal nach den Zähnchen bei Ihnen. Gell? Man hat es nicht so bequem, wie das in der Praxis auf dem Stuhl geht. Und es gehen auch nicht alle Behandlungen durchzuführen, so wie man das in der Praxis gewohnt ist. Aber es ist besser, in den Standard abzusenken und die Patienten zu versorgen, als das Ganze laufen zu lassen. Die Generation der Betagten von heute ist oft mit aufwendigem Zahnersatz versorgt. Aber Implantate und Brücken müssen auch im Alter gepflegt werden. Das stellt die Pflegekräfte in Heimen vor zunehmende Probleme. Die Pfleger sind daher froh über das ehrenamtliche Engagement von Zahnarzt Rott. Denn es gibt viele gute Gründe für den Hausbesuch des Zahnarztes. Die Ernährung ist auf einmal ganz wichtig und ohne den entsprechenden Zahnersatz kann ein Bewohner eben nicht das Essen adäquat einnehmen. Das ist das eine. Das andere sind aber auch ganz einfach die ästhetischen Gründe, dass unsere Bewohner wollen auch gut aussehen, weiterhin gut aussehen. Und unsere Bewohner haben natürlich das große Problem, dass sie nicht mehr so mobil sind. Regelmäßige Zahnpflege, das ist für alte Menschen in Pflegeheimen nicht selbstverständlich. Hier ist die Politik gefordert, denn angesichts der demografischen Entwicklung und der zunehmenden Anzahl an Senioren und Pflegebedürftigen wächst der Handlungsdruck. Natürlich setzen wir uns auch in Berlin, jüngst auch im Bundesrat, dafür ein, dass zum Beispiel die Besuche von Zahnärzten in Pflegeheimen oder in Einrichtungen für behinderte Menschen, aber auch zu Hause in der ambulanten Versorgung, dass es dafür auch ganz klare Regelungen gibt, sowohl was die Qualität dieser Arbeit und die Anforderungen betrifft, als auch die Vergütung. Da sind wir auch als Rheinland-Pfalz wirklich aktiv. Die Kassenzahnärzte in Rheinland-Pfalz fordern daher eine konzertierte Aktion von Politik, Krankenkassen, Pflegeeinrichtungen und Zahnärzteschaft. Als erstes muss für diese Menschen im Sozialgesetzbuch 5 die Grundlage geschaffen werden, damit sie auf Dauer und kontinuierlich betreut werden können. Das betrifft sowohl die Behandlung, die jetzt unter oft schwierigen Verhältnissen passiert, damit die Menschen ihre Lebensqualität beibehalten, damit sie weiterhin essen können in vernünftiger Art und Weise und damit nicht weitere Allgemeinerkrankungen durch eine schlechte Mundhygiene, durch Keime aus der Mundhöhle verursacht werden. Okay, ja, dann wären wir fertig. Dann packen wir das Ganze wieder zusammen. Noch ist sie ehrenamtlich, die Arbeit vom Zahnarzt Thomas Rott und die von vielen seiner Kollegen. Aber er hofft, dass sein Engagement vielleicht bald die Anerkennung findet, die sie verdient. Ich würde mir wünschen, dass zum einen mehr Kollegen sich bereit fänden und zur Entlastung auch beitragen würden, dass die Versorgung verbreitert werden könnte. Und ich würde mir auch eine leistungsgerechte Entlohnung in diesem Zusammenhang wünschen. Diese ist nun bei weitem nicht gewährleistet und man kann diese Versorgungsform wirklich nur hobbymäßig betreiben.